Hallo Leute, sicherlich habt ihr es alle gelesen, dass die Bundeskanzlerin Merkel 65% bei den letzten Umfragen vorne liegt. Was sage ich? Die Menschen lieben Frau Merkel, so wie ich. Und warum wird sie so geliebt? Na, ganz einfach. Sie sei einfach gestrickt, hört man aus der Bevölkerung sagen. Einige meinen, sie sei gar pragmatisch. Sie speist gerne mal eine Erbsensuppe oder auch eine Kartoffelsuppe, so wie du und ich. Ihre Restaurants sind nicht abgehoben. Wenn es ihre Zeit erlaubt und sie Muße hat, dann lässt sie es sich bei einem Gläschen Wein gut gehen. Was die Wählerinnen und Wähler hierzulande an der Kanzlerin auch noch schätzen, das ist ihre einfache Garderobe. Und wenn sie bei einigen Kleidungsstücken mächtig rausgewachsen ist, aber dennoch geht kein Teil dieser nicht gerade vorteilhaften Mode zum Deutschen Roten Kreuz oder in ein Frauenhaus. Na ja, es ist ja auch nicht ganz einfach, bei 17.000 € im Monat über die Runden zu kommen. Leute, da muss man schon haushalten. Hat nicht der geldgeile Steinbrück recht, wenn er meint, eine Bundeskanzlerin müsse mehr verdienen? Ich finde es unanständig, wenn man die dralle Angela als Klunten-Elisabeth bezeichnet, obwohl, na ja, lassen wir das. Die Regentin aus Berlin macht uns große Freude, vor allen Dingen, wenn sie davon spricht, dass es Deutschland gut gehe. Aber manchmal, da spricht sie auch von der Euro-Krise, die sicherlich bei der kleinen Rentnerin und dem kleinen Rentner angekommen ist, aber nicht bei den Oberen. Man denke da an den Zaster-Verliebten Per Steinbrück, den zweifachen Millionär, so hört man aus der Bevölkerung sagen. Sie ist sehr selbstbewusst und erzählt manchen Karlauer wie diesen hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, diese Erfolgsbilanz darf man ja mal aussprechen. Und ein nüchterner Blick auf die Fakten zeigt, diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren. Sie möchte manchen Gag der Bevölkerung näher bringen, aber nicht immer gelingt es ihr und es kommt viel Gelaber raus. Hört euch das an. Halte ich wirklich das Pferd vom völlig falschen Zaume aufgezäumt und führt uns absolut in die Irre. Ein Land auf, tags ein, tags auf, Land ab, oh, Wie tags bitte? ein, tag aus, Land ab, Land auf, Land. Deutschland geht es gut. Übrigens, das Album meiner feisten Kanzlerin schaut euch in Ruhe an. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, bleibt anständig, so wie ich. Und wenn dieser Tag vorbei ist, dann gibt es wieder einen neuen Tag. Bis die Tage, bis neulich. Es grüßt herzlich euer Biestermann.